Hallo und schön, dass du da bist. Hier siehst du die Formel zur Tageszinsberechnung. Wie man mit dieser Formel fällige Zinsen berechnen kann und wie man diese Formel nach dem Kapital K auflöst, habe ich dir bereits in den Videos erklärt, die oben als Infokarte eingeblendet werden. In diesem Video zeige ich dir nun anhand meiner Beispielaufgabe, wie man die Formel nutzen kann, um den Zinssatz P auszurechnen. Nina hat ihr Girokonto für 62 Tage um 1200 Euro überzogen und muss hierfür 11 Euro Zinsen an ihre Bank bezahlen. Die Frage ist, zu welchem Zinssatz wurde das Geld von der Bank an Nina verliehen? Um dies herauszubekommen, nimmst du wieder die in der Aufgabe gegebenen Werte und setzt sie in deine Formel ein. Also so. Um nun zu berechnen, zu welchem Zinssatz das Geld von der Bank an Nina verliehen wurde, musst du nun die entstandene Gleichung noch nach P auflösen. Dies gelingt dir, indem du die gesamte Gleichung mal 100 und mal 360 nimmst und anschließend noch durch 1200 und durch 62 teilst. Mit den Werten, die im Nenner, also unten stehen, nimmst du also mal und durch die, die oben stehen, also im Zähler, teilst du. So gelingt es dir, die Gleichung nach P aufzulösen. Als Hilfe beim Umstellen kannst du dir merken, dass jene Werte, die zuvor im Nenner waren, jetzt im Zähler zu finden sind und jene, die zuvor zum Zähler gehörten, nun im Nenner stehen. Wenn du diesen Rechenausdruck nun mit Hilfe deines Taschenrechners ausrechnest, so erhältst du einen gerundeten Wert von 5,32. Der gesuchte Zinssatz beträgt also 5,32%. Ob du das alles nun schon verstanden hast, kannst du mit dieser ganz ähnlichen Aufgabe hier einmal überprüfen. Solange du diese Übung machst, pausierst du bitte das Video und lässt es erst weiterlaufen, wenn du fertig bist. Dann verrate ich dir das Ergebnis und zeige dir auch den Lösungsweg. Bis gleich! Willkommen zurück. Na, hat's geklappt? Wenn du alles richtig gemacht hast, dann hast du einen gerundeten Zinssatz von 6,9% heraus. Und wie du hierauf kommst, zeige ich dir jetzt. Als erstes habe ich mir die Tageszinsformel notiert und anschließend die Werte aus der Aufgabe eingesetzt. Danach habe ich diese Gleichung nach P umgestellt, indem ich auf beiden Seiten mal 100 mal 360 geteilt durch 800 und geteilt durch 43 gerechnet habe. So habe ich herausgefunden, dass P gleich 6,59 mal 100 mal 360 geteilt durch 800 und geteilt durch 43 ist. Das ergibt 6,8965 und so weiter. Wie vorhin also bereits schon gesagt, gerundet 6,9%. Ich hoffe, mein Video hat dir weitergeholfen und wünsche dir noch viel Erfolg beim Zinsrechnen. Wenn du wissen willst, wie Zinsrechnen mit Monatszinsen funktioniert, dann empfehle ich dir dieses Video hier. Bis bald!